I have an answer. Ich habe eine Antwort. Bitte. Sie mochten die Wiederholung nicht, jeden Abend das Gleiche, das hat sie gelangweilt. Dem wollten sie entgehen. Nicht nur, dass ich es nicht gemacht hätte. Ich habe es gehasst. Es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ich hätte fast den Verstand verloren. Ich erzähle Ihnen eine witzige Geschichte. Ich hielt mich damals für so etwas wie einen Boxer. Ich hörte mich für ziemlich gut. Ich liebte die Boxszenen in Endstation Sehnsucht. Im Theater in New York. Ich fand immer jemanden, mit dem ich boxen konnte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Einmal war keiner da, der mit mir boxen wollte. Also ging ich zu einem der Bühnenarbeiter. Haben Sie Lust? Fragte ich, wir könnten uns ein bisschen bewegen, eine Runde boxen. Dieser Kerl war ungefähr so groß, so hoch wie das Dach. Ich sagte, ich will ihn nicht wehtun. Ich suche nur jemanden zum Trainieren, es würde mir Spaß machen. Er hat mir die Nase gebrochen. Hier ist noch die Narbe. Und ich saß... Nein, ich kniete. Ich sah, wie sich da 20 Zentimeter unter meinem Gesicht eine Blutlache bildete. Ich versuchte, mich an meinen Namen zu erinnern. Jedenfalls musste ich ins Krankenhaus, denn mein Gesicht war völlig zerschunden. Nach einer Woche, als sie meine Nase wieder gerichtet hatten und ich fast wieder eine normale Gesichtsfarbe hatte, wollte Irene Selznick, die Produzentin, mich besuchen kommen. Also schickte ich einen Freund los, mir Make-up zu besorgen. Ich will braun, grün und gelb, sagte ich. Besorg mir die Farben. Dann habe ich mich zurechtgemacht, die Augen ganz wüst und ein Verband so über das Gesicht. Sie kommt herein und ich sage, Irene, wann lassen Sie mich endlich hier raus? Sie sagt, du bleibst da, wo du bist. Wir sagen dir schon, wenn du hier rauskommst. Ich war so glücklich. Das war einer der Höhepunkte meines Lebens, weil ich 2 Wochen nicht zu arbeiten brauchte. Es war furchtbar, Theater spielen zu müssen. Also gefällt Ihnen das Theater nicht? Nein. Nein, es ist viel härter als beim Film. Denn man muss es jeden Abend tun. Sie müssen ein bestimmtes Gefühl finden. Sie müssen sich aufregen. Beim Film können Sie es für die Nahaufnahme aufheben. Sich darauf vorbereiten. Und es dann rauslassen. Es ist also viel kürzer. Die Arbeit ist viel kürzer. Na, was wollen Sie denn noch aus mir raushören? Sie sind wie ein Piranha, der zu Besuch kommt. Oh, da kommt Connie Chang. Oh, hier kommt Connie Chang. I just have a few more questions. Ich habe bloß noch ein paar Fragen. Okay. Schießen Sie los. Sie haben abgenommen in letzter Zeit, nicht wahr? Ja. Ich musste ungefähr 50 Pfund abnehmen. Wie machen Sie das, wenn Sie abnehmen müssen? Ich tanze. Sie tanzen? Tanzen, ja. Ich war Tänzer. Ich habe bei Catherine Dunham Tanz studiert. Und ich habe Schlagzeug gespielt. Ich tanze, drehe afro-kubanische Musik an. Ganz ehrlich, wie machen Sie das, wenn Sie abnehmen müssen? Sie stellen es einfach ab. Bleiben nicht im Bett, setzen sich nicht hin, bleiben aktiv, essen Fisch und Gemüse, machen jeden Tag ein bisschen und nach ein paar Wochen sind sie auf einmal tot. Do you like yourself heavy? Gefallen Sie sich so dick? Es ist mir egal. Ich war dick und ich war dünn und ich werde auch wieder dünn sein, denn es ist mir zu mühsam.
Sieht bald aus wie ein Sack, wie heißt das noch? Sackkartoffeln. Sackkartoffeln, ja. Aber was macht es im Leben schon für einen Unterschied, ob sie fett oder dünn sind? Solange sie ein guter Mensch sind. Tim, ist das die richtige Connie Chan? Ich sag's dir. Wenn sie noch mehr Filme machen. Oh, Connie. Sie hören noch nie auf. Ob ich noch mehr Filme machen werde. Tim, machen wir noch mehr Filme? Wie sieht's aus? Hast du ein paar Drehbücher? Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Wie kann man in dieser Welt etwas wissen? Das ist ein Loch in der Atmosphäre. Das... Aber mein Gott, Sie können Ihr Leben doch selbst kontrollieren. Nein, ich kann das Ozonloch nicht verändern. Nein, aber Sie können Ihr Leben selbst bestimmen. Nein, kann ich nicht. Sie entscheiden. Das ist der größte Witz, den Sie heute gemacht haben. Niemand kann sein Leben selbst entscheiden. Sie können entscheiden, was Sie machen wollen. Sie irren sich. Sie können entscheiden, ob Sie arbeiten wollen. Falsch. Oder ob Sie nicht arbeiten wollen. Wissen Sie, das ist eine interessante Unterhaltung, wenn Sie über Willensfreiheit reden wollen. Das ist ein faszinierendes Thema. Es gibt eine ungewöhnliche Untersuchung über Zwillinge, die seit ihrer Geburt getrennt waren. Sie haben sich nie gesehen und wussten nichts von der Existenz des anderen. Trotzdem gab es da erstaunliche Ähnlichkeiten. Sie hatten dieselbe Hunderasse, selbe Autofarbe und denselben... Naja, lassen wir das, okay. Wait a minute, let's see. All right, turn it. Okay. Okay. Some people feel as if... Einige Leute fühlen sich von Ihnen um Ihr schauspielerisches Genie betrogen, weil Sie nur ein paar Filme gemacht haben und dann aufgehört haben. So, als ob man jemand Spiegeleier unter die Achseln klemmt. Sie haben am Anfang einige großartige Filme gemacht. Ich habe überhaupt keine großartigen Filme gemacht. Es gibt überhaupt keine großartigen Filme. Wissen Sie, was großartig ist? Ein Bild von Rembrandt, eine Kammermusik von Mozart. Das ist großartig. Warum wollen Sie Endstation Sehnsucht und die Faust im Nacken schlecht machen? Hm? Sie putzen sie herunter, das waren tolle Filme und Sie haben wunderbar darin gespielt. Unter den Blinden ist der einäugige König. Warum finden Sie nicht, dass Sie darin wunderbar waren? Ich weiß nicht, wie Sie Größe definieren. Aber das Wort ist so missbraucht und verhunzt worden, dass es völlig bedeutungslos wird. Größe. Shakespeare war groß, Racine war groß, Montaigne vielleicht ein großer Schriftsteller. Sie halten sich selbst nicht für groß? Natürlich nicht. Sie etwa? Nein. Na also. Das Leben ist ein unlösbares Geheimnis. Man lebt so dahin und beim letzten Atemzug fragt man sich, was sollte das eigentlich? Ich bin noch nie mit einem Stuhl aufgestanden, der mir am Hintern hing. Ich werde jetzt anderthalb Monate damit rumlaufen und zum Arzt gehen müssen, um ihn mir abmachen zu lassen. Was macht Ihre Gesundheit? Gut, ich kann mich noch mit jeder Garderobenfrau messen. Sie können was? Ich kann mich mit jeder Garderobenfrau messen. Sie können sich noch mit jeder Garderobenfrau messen? Ja. Wie ist Ihr Cholesterinspiegel? Mein Cholesterinspiegel sieht gut aus, war zuerst hoch und ist dann 100 Punkte runtergegangen. Tatsächlich? Ja, das ist etwas, über das wir nie gesprochen haben, mein Cholesterinspiegel. Ich wollte es ansprechen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. How did you make your cholesterol go down on your phone?